Stell dir vor, du möchtest eine App haben. Das Problem nur, die App kostet Geld. Aber dafür gibt es ja zum Glück eine ganz einfache Lösung. Du gehst einfach auf YouTube und suchst nach dem Namen der App und Free Download oder so ähnlich. Dir werden ganz viele Videos jetzt angezeigt, die dir erklären wollen, wie du diese App angeblich kostenfrei herunterladen kannst. Das Problem nur, diese Videos sind ein Scam. Und jeden Tag werden hunderte dieser Videos hochgeladen. Aus diesem Grund möchte ich mit dem heutigen Video aufdecken, wieso diese angeblich kostenfreien Downloads nicht funktionieren und ihr diese niemals machen solltet. Los geht's! Zuallererst mal, natürlich solltet ihr nie kostenpflichtige Software auf illegalem Wege kostenfrei installieren. Wenn der Entwickler sich dazu entschieden hat, Software nur kostenpflichtig zur Verfügung zu stellen, statt beispielsweise Werbung zu implementieren, ist das eine Entscheidung, die man akzeptieren muss und ihr solltet lieber Alternativen finden oder eine Möglichkeit finden, wie ihr in diesem Fall jetzt die App nicht nutzen müsst. Aber während diese illegalen Downloads bei Windows oder macOS noch relativ zuverlässig funktionieren, ist das bei Apps schon eine ganz andere Sache. Denn bei Handys und spezifischer bei iPhones ist der Download von Software, die nicht aus dem offiziellen App Store kommt, gar nicht so einfach und funktioniert nur über Umwege. Und wir schauen uns mal an, wie so ein Download-Prozess abläuft. Der funktioniert nämlich in 99% der Fälle immer gleich. Zuallererst soll man auf irgendeine dubiose Webseite gehen, dort dann den entsprechenden Download-Button finden und ein Profil downloaden. Ein Profil ist keine einfache APK-Datei und das ist schon das erste Problem. Also ihr könnt dort keine normale Datei herunterladen, sondern das ist ein sogenanntes Profil bei iOS. Und Profile haben schon ziemlich viele Zugangsberechtigungen. Es gibt beispielsweise ein Video, das euch zeigen soll, wie ein Profil einfach euer komplettes Handy lahmlegen kann. Dazu verlinke ich euch ein Video hier oben, da wird dieses Profil installiert und ihr werdet schon sehen, danach funktioniert nicht mehr so viel. Um ein paar Sachen aufzuzählen, ihr habt Probleme mit euren Fotos und Dateien, der Homescreen wird übersät mit tausenden Apps, die alle nicht funktionieren, aber auch nicht deinstallierbar sind und ihr könnt euren Lockscreen einfach ohne das Passwort einzugehen verlassen, also euer Handy entsperren, ohne das Passwort einzugeben. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn das kein Testprofil wäre, das nur dazu da ist, um euch zu zeigen, wie so ein Profil alles kaputt machen kann. Eure Daten können ausgespäht werden, eure Software kann einfach beschädigt werden und nur durch eine Paywall freigeschalten werden und so weiter. Also es ist schon mal gar keine so schlaue Idee, nicht offizielle Profile zu installieren. Aber angenommen, uns ist dieses Risiko egal, wir wollen lieber die App gratis haben. Dann werden wir das Profil einfach installieren und da sollte ja dann schon die App auf dem Homescreen sein. Falsch. Dort auf dem Homescreen werdet ihr jetzt eine App mit einem anderen App-Icon sehen. Meistens ist das gar keine App, sondern eher eine Verlinkung auf eine Webseite und dort werdet ihr dann dazu angewiesen, 3 der folgenden Aktionen auszuführen. Die Aktionen sind meistens Sachen wie Apps downloaden und für 30 Sekunden öffnen, Apps downloaden und sich anmelden oder Apps downloaden und bis zu einem bestimmten Level spielen oder so ähnlich. In Videos wird das meistens so erklärt, dass das dazu da sein soll, dass man eine Verbindung zum App Store herstellt. Ist absoluter Blödsinn, ich weiß auch nicht, wie die auf diese Erklärung gekommen sind, aber wenn das Quatsch ist, warum gibt es dann diese Anweisung? Da machen sich die Entwickler dieser illegalen Downloads einen Trick, mit euch Geld zu verdienen. Und zwar gibt es Firmen, die Apps haben, die Geld bezahlen für jeden Download, der erwirtschaftet wird. Hier gibt es beispielsweise Anbieter, bei denen ihr Apps herunterladen könnt und dafür kriegt ihr dann Coins, was auch am Ende in Echtgeld auszahlbar ist. Und diesen gleichen Trick, also dass Softwarefirmen Geld für jeden erwirtschafteten Download zahlen, macht sich der Anbieter dieser Downloads auch zu nutzen. Also jeder Download, den ihr erwirtschaftet oder jedes Mal, bis ihr bis Level 30 sogar spielt, keine Ahnung, verdient der Ersteller dieser illegalen Downloads ein wenig Geld. Das wird jetzt bei einer Person wahrscheinlich nicht so schrecklich viel sein, aber dadurch, dass das halt viele Leute machen, kommt da schon etwas zusammen. Aber wenn ihr das jetzt gemacht habt, und glaubt mir, ihr müsst nicht nur 3 Apps runterladen, das ist meistens viel mehr, bis das irgendwann klappt. Habt ihr dann endlich die App auf dem Homescreen, die ihr haben wollt? Ja, zumindest für den ersten Moment. Ihr habt eine App mit einem sehr ähnlichen Icon auf eurem Homescreen jetzt.
Aber sobald ihr die App öffnet, werdet ihr schon sehen, dass es höchstens eine billige Kopie ist. Manchmal eine billige Kopie vom Entwickler, also irgendein Abklatsch, der über ein Profil auf euer Handy installiert ist. Oder wie ich es schon ein paar Mal gesehen habe, eine App aus dem App Store, die sehr ähnlich aussieht zu der kostenpflichtigen, die ihr haben wollt. Das Problem natürlich, diese Software funktioniert nicht halbwegs so gut wie die Software, die ihr eigentlich haben wolltet. Und das ist auch eigentlich schon der Grund, warum ihr das nie machen solltet. Ihr geht ein enormes Sicherheitsrisiko ein, ihr ladet euch Apps auf dem Handy, um dem Anbieter dieser illegalen Downloads Geld zu verdienen und am Ende kriegt ihr ein Programm, das euch eh nichts bringt. Also hoffe ich, dass ihr nach dem Video auf keinen Fall mehr auf so etwas reinfallt und wenn ihr diese Videos auf YouTube seht, könnt ihr sie natürlich gerne melden, aber das bringt nicht so viel, da werden jeden Tag hunderte hochgeladen. Also hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video helfen konnte, lasst gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich extrem freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, bis dahin und tschüss.